Dr. Karl-Heinz Keppler zu dem Thema Hepatitis C-Therapie in der JVA. Welche Möglichkeiten gibt es unter dem Motto, und erzähl mir nicht, es geht nicht. Darf ich da einen Stuhl haben? Bitte. Ich mache das mal so ein ganz bisschen hier ran, das hat ja ziemlich weitreiche Gut. Ja, von den Praxisproblemen der Substitution, die wir eben gerade gehört haben, ich denke mal, wir werden gleich noch zu dem Thema zurückkommen. Wie sieht es denn jetzt in Bayern aus? Wie ist da überhaupt dieser Rechtsstreit und so weiter zu beurteilen? Wie ist diese Situation zu beurteilen? Ich denke mal, Berlin, da gibt es auch nicht viel zu klagen, was Substitution angeht. Nicht? Da kann man vielleicht noch in irgendwelchen kleinen Stellschräubchen drehen, genau wie in Niedersachsen. Ich denke, das Problem, wenn man es denn als Problem in Anführungszeichen benennen darf, ist traditionell weiter südlich. Also wir machen jetzt eigentlich einen ganz, ganz, ganz kräftigen Sprung, weil ich will mich eher so einem anstaltsmedizin-philosophischen Thema widmen, nämlich der These, ob man nicht Hepatitis-C-Behandlung im Justizvollzug besser und erfolgreicher gestalten könnte als draußen. Dazu ein paar Gedanken. Ja, die Gedanken, wie gesagt, welche Rolle spielt Gefängnis überhaupt bei Hepatitis C? Der nächste Punkt der Gedanken ist, wie Fortschritte erreichen bei gleichbleibenden bzw. leicht sinkenden Infektionszahlen für Hepatitis C in Deutschland? Nächster Punkt wäre, welche Faktoren beeinflussen eigentlich die Entscheidung für oder gegen eine Hepatitis C-Therapie? Die Faktoren werden wir uns dann im Einzelnen noch angucken. Und dann ein kleiner Vergleich, wie sieht es mit den einzelnen Faktoren aus, drinnen und draußen im Vergleich? Ja, welche Rolle spielt Hepatitis C und Gefängnis? Die allermeisten hier sind wissenswahrscheinlich, also mit Hepatitis C ganz eindeutig nachweisbar korreliert ist zum einen die Dauer der Drogenabhängigkeit, sprich je länger ich drogenabhängig bin, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Hepatitis C mehr akquiriere. Der nächste Punkt, der mit Hepatitis C korreliert, ist die Dauer der Gefängnisstrafe, die zusammengezogene Dauer der Gefängnisstrafen. Also je länger ich im Gefängnis gesessen habe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Hepatitis C mehr akquiriere. In Niedersachsen läuft schon dazu seit Jahren eine große Studie am Niedersächsischen Landesgesundheitsamt, wo die einzelnen Faktoren quasi abgeklopft werden. Wie oft waren Sie schon in Haft? Wie lange waren Sie schon in Haft? Haben Sie schon mal tätowiert? Haben Sie innerhalb, außerhalb Haft tätowiert? Haben Sie schon mal gespritzt? Und so weiter. Also das kann als gesichert gelten, dass nicht die Anzahl der Gefängnisstrafen, das ist noch unklar, aber die Dauer, die Gesamtdauer der bisher abgesessenen Gefängnisstrafen korreliert mit Hepatitis C. Wir haben darüber hinaus eine gewissermaßen vulnerable Phase zu Beginn einer Drogenabhängigkeit. Gerade auch, wenn Drogenabhängigkeit, ich sag mal 14, 15 Drogenabhängigkeit zusammenfällt mit der ersten Verurteilung zu einer Haftstrafe. Dann haben wir Szenarien, wie wir das aus der Zeit wissen, als wir noch unser Spritzenprojekt in Vechter hatten, da haben wir relativ genau hingeguckt über 2 Jahre. Da haben wir Szenarien, dass vor allen Dingen ein Wechsel stattfindet von inhalativem Drogenkonsum, den man sich draußen offensichtlich leisten konnte, zu intravenösem Drogenkonsum, weil drinnen doch die Versorgungssituation etwas eingeschränkter ist als draußen. Und was sicherlich auch noch eine Rolle spielt für Hepatitis C-Akquise, wir wissen, dass bei Drogenabhängigen im Grunde das gemeinsame Benutzen von Spritzen, Utensilien, von anderen Materialien, also Benutzen von gleichen Filtern, Benutzen von gleichen Löffeln, sogar das Benutzen von gleichen Röhrchen zum Sniefen soll Hepatitis C übertragungsrelevant sein. Ja, die berühmten Knastpumpen, also in der Zeit nach den bundesdeutschen Spritzenaustauschprojekten haben wir ja wieder die Situation, dass sich 30 Gefangene dann eine Spritze teilen müssen. Wir haben zurzeit ungefähr 30.000, ungefähr ein Drittel. Wenn man im Frauenvollzug ist der Anteil etwas höher, im Männervollzug ungefähr bei so einem Drittel intravenös Drogenabhängige in deutschen Gefängnissen. Davon sind fast alle Hepatitis C-Antikörper positiv. RKI und sonstige sprechen so von einer Größenordnung von 84 und mehr Prozent, 93, manchmal hat man niedrigere. Aber alles in allem sind fast alle Antikörper positiv von den Drogenabhängigen im Gefängnis. RKI beschreibt für die Normalbevölkerung eine Prävalenz von 0,4. In den 2 Jahren, wo wir bei uns in der JVA für Frauen genauer hingeschaut haben, mit einem relativ kleinen Dunkelfeld, haben wir für
Und dann sind wir wieder oben, Dauer der Gefängnisstrafe, unabhängig von Drogenabhängigkeit, Dauer der Gefängnisstrafe. Da haben wir für nur Gefängnisinsassen ohne intravenösen Drogenkonsum eine Prävalenz von 12% für Hepatitis C. Also allein das Risiko Gefängnisaufenthalt oder allein das, der Gefängnisaufenthalt ist schon ein Risiko für eine Hepatitis C. Und von den Hepatitis C-Antikörperpositiven muss man davon ausgehen, dass fast alle Hepatitis C-RNA-positiv sind. RKI redet über alle Deutschen gesprochen von der RNA-Nachweis von 84%. Bei nur Drogenabhängigen ist der Anteil sicherlich noch höher. Es hat in den Anfangszeiten hat Professor Laufs, Mikrobiologe aus dem UKE in Hamburg, mal eine Studie gemacht, wo er die eigentlich Hepatitis C RNA-Negative nochmal nachuntersucht hat und auch dort noch einen erklecklichen Anteil gefunden hat, die mit ihrer Viruslast halt unter der jeweiligen Nachweisschwelle waren, die also trotz allem noch Virus zum Überwintern im Körper hatten. Ja, der nächste Punkt war, wie Fortschritte erreichen bei gleichbleibenden bzw. leicht sinkenden Infektionszahlen. Wir haben im Grunde zwei, sag ich mal, große Bereiche. Das ist einmal Prophylaxe, Prävention und das ist einmal Therapie, da komme ich gleich noch zu. Prophylaxe, Prävention, der wesentliche Aspekt der Impfung, der steht uns leider, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht zur Verfügung. Die meisten Experten sagen, es wird wahrscheinlich doch nie eine Impfung geben, aber man soll ja die Hoffnung auch nie aufgeben, getreu dem Spruch von eben. Ne? Also bezüglich Prophylaxe, Prävention, denke ich mal, gibt es schon eine ganze Reihe von Aktivitäten. Die Deutsche Leberstiftung hat sich mit Nadelstichverletzungen bei Gesundheitspersonal auseinandergesetzt. Die einzelnen Fachgesellschaften haben in ihren Leitlinien jeweils Prophylaxe, Prävention mit verankert. BZGA zum Beispiel hat sich über das Tätowieren und andere zusätzliche Risikofaktoren ausgelassen. Yes, Deutsche AIDS-Hilfe hat sich eher so mit Spezialthemen beschäftigt. Intravenöse Drogenkonsumenten, sexuelle Übertragung, Übertragung über Gleitmitteltöpfe spielt da sogar offensichtlich eine Rolle. Nassrasur in fernen Ländern, also wenn Sie, keine Ahnung, ich will jetzt kein Land diskriminieren, aber ich sage jetzt einfach mal Thailand oder sonst wo, gehen Sie hin und lassen sich vom Barbiere im Stuhl schick nass rasieren. Mit scharfen Messern kann es passieren. Und die gemeinsame Benutzung von Sniffröhrchen ist also auch etwas, was Yes und DAH propagieren und als Risiko identifiziert haben, wo sie Prophylaxe-Ideen haben. Insgesamt ist so mein Eindruck, ist Prävention, Prophylaxe eher ausgereizt, bis auf den wesentlichen Faktor, dass es vielleicht irgendwann doch nochmal eine Impfung gibt. Wie gesagt, eher unwahrscheinlich wegen der Variabilität des Virus. Therapie dagegen, das ist der zweite Punkt, ist aus meiner Sicht noch nicht ausgereizt. Und wenn ich mir so andere Krankheiten angucke, ich sag mal Pocken, die über eine Impfung zum Beispiel eradiziert wurde, also einfach, dass man dem jeweiligen Virus das Reservoir gewissermaßen nimmt, was man jetzt mit der Hepatitis B versucht, über eine frühzeitige Impfung vor der Pubertät und so weiter, ist für mich so die Frage, ob man durch eine flächendeckende Therapie, indem ich möglichst alle Leute so therapiere, dass auch bei allen das Virus weg ist anschließend, ob da nicht über diesen Weg vielleicht sogar eine Viruseradikation, also ein völliges Wegsein, sage ich jetzt mal so ungeschützt, des Virus möglich ist. Also von daher Therapie als die Option von beiden, Prophylaxe, Prävention, hatten wir gesehen, ist ausgereicht, Therapie noch nicht, als die Option von beiden, die eventuell zum Tragen kommen sollte. Welche Faktoren beeinflussen jetzt letztlich die Entscheidung für oder gegen eine Hepatitis C-Therapie? Wahrscheinlich, wenn Sie das lesen, fallen Ihnen noch ein paar andere ein. Gerne Ergänzung, überhaupt kein Problem. Mir ist mal so spontan eingefallen, die Haltung des Patienten, die Sache mit den Reinfekten, Nebenwirkungen, Compliance beim Patienten, die Kosten, sogenannte Ressortdenken, was das ist, werden wir gleich noch sehen, und dass wir bisher eben mit unserer Therapie nur teilweise Therapieerfolge haben. Der erste Faktor ist die Faktor der Patientenhaltung. Immer wenn Sie Patienten darauf ansprechen, wollen Sie sich nicht überhaupt schon mal untersuchen lassen, wollen Sie sich nicht mal Blut abnehmen lassen, wollen Sie sich nicht mal gucken lassen oder so, werden schon die ersten Ängste mobilisiert, geschweige denn, wenn es darum geht, da wirklich eine Therapie anzuschieben. Das Nebenwirkungsspektrum ist meistens, sage ich mal, in den Köpfen der Patienten ziemlich gut verankert. Ja,
gerade das Problem, dass das Nebenwirkungsspektrum so ähnliche Symptomatiken bereithält wie ein Opiatentzug. Es gibt eine ganze Reihe von Fehlinformationen, zum Beispiel die durch Mitpatienten bedingt sind. Nebenwirkungen werden berichtet, ich habe abgenommen, ich konnte nicht schlafen, ich hatte Gliederschmerzen, das war wie ein Affe und so weiter. Wir können keinen hundertprozentigen Erfolg bieten, propagieren. Und die von Seiten des Patienten das Argument, ich laufe hier sowieso eine große Gefahr, mich beim nächsten Rückfall wieder zu infizieren. Das sind alles Informationen, die in den Köpfen der Patienten kreisen. Das Gleiche wird aber auch manchmal durch Ärzte perpetuiert, gerade wenn nicht so eine sehr große Erfahrung mit Hepatitis-Patienten da ist, beginnt das schon damit, dass viele Kollegen gar nicht wissen, dass es eine spezielle Ziffer gibt, dass sie Blut abnehmen können, ohne dass es das berühmte Budget belastet. Und auch ärztlicherseits erlebe zumindest ich es bei den Anschlussarztkollegen und im ländlichen Raum bei den niedergelassenen Kollegen. Auch da schwirrt die Idee mit Reinfekt, die infizieren sich sowieso alle neu, als Schlagwort die Nebenwirkungen. Und bei den Ärzten natürlich auch noch die Kosten und eben, wie schon angesprochen, die mangelnde Erfahrung. Aber, und das ist ein positiver Aspekt, wenn Sie mal den Hepatitis C-Patienten behandelt haben und das Virus ist weg, ja, welche Denkmechanismen im Kopf dann angeschoben werden, ja, so nach dem Motto, auch vor allen Dingen präventiver Art, dass die also sagen, nee, also das passiert mir garantiert nicht nochmal, dass ich mir eine Hepatitis C akquiriere, jetzt wo ich mich da durch die Therapie durchgekämpft habe. Der nächste Faktor, der Faktor der Reinfekte. Reinfekte sind seltener als erwartet. Also das, was immer so in den Köpfen, gerade auch der Anschlussarztkollegen kreist, die infizieren sich sowieso alle neu, das hat überhaupt keinen Sinn, ist nicht der Fall. Es gibt da eine Studie, Boston Consulting Group, die in Australien ziemlich genau hingeguckt hat und das auch unter volkswirtschaftlichen Aspekten und so weiter alles ausgewertet hat. Und da habe ich jetzt einfach mal so dieses Schlagwort rausgezogen, Treatment triggers a lifestyle change. Das ist also zumindest, was meine persönliche Erfahrung angeht, tatsächlich so. Die Patienten sind ungeheuer stolz, wenn man ihnen einen negativen RNA-Test präsentiert. Man merkt so richtig, wie es hier oben anfängt zu klickern, ja, dass sie das also sich nicht nochmal antun wollen. Ob es denn so funktioniert, ist eine andere Geschichte, aber zumindest diese mentale Veränderung in Richtung Lifestyle Change, die ist sicherlich da. Ob es denn wirklich im Endeffekt nach einem Jahr noch ein tragfähiger Lifestyle Change ist, mag jetzt mal dahingestellt werden, aber zumindest schiebt es die kleinen grauen Zellen an und entwickelt sowas wie ein neues, bis dahin unbekanntes Präventionsbewusstsein. Bei beiden, bei Patient und Arzt. Nebenwirkungen, wenn Sie PEG und Riva kombinieren, ist natürlich relativ kräftig. Mehr als einer von 100 hat Nebenwirkungen an der Psyche, Depression, Schlafstörung und so weiter. Hat Blutbildveränderung, häufig die Anämie, Thrombozytopenie, neigt zu Infektionen, hat endokrine Nebenwirkungen, ich sage mal Stichwort Schilddrüse, hat ZNS-Nebenwirkungen, hat Augennebenwirkungen. Wobei es wie immer ist, das, was auf dem Beipackzettel steht, tritt nicht zwingend ein. Also wenn Sie von der Aspirin tot umfallen können, weil Sie einen allergischen Schock kriegen, dann steht das zwar da drin, tritt aber in der Regel nicht ein. Aber Nebenwirkungen, mehr als eine von 100, ist schon etwas, womit sich Ärzte, Patienten und sonstige damit Befassten auseinandersetzen müssen. Allerdings muss man sagen, hat der Justizvollzug hier so den ersten kleinen Vorteil, nämlich das Nebenwirkungsmanagement ist sicherlich unmittelbarer. Sie haben ja fast eine stationäre Situation, können also relativ unmittelbar darauf reagieren. Sie haben in aller Regel über den Krankenpflegedienst so etwas wie eine, in Anführungszeichen, qualifizierte Krankenbeobachtung. Das heißt, wenn da irgendein Wehwehchen, ein Symptom vorgetragen wird, haben Sie beim qualifizierten Krankenpflegedienst eher die Chance, dass Sie es als behandlungsbedürftige Nebenwirkung isolieren. Also wenn Sie das nicht haben und er das im Familienkreis oder sonst wo erzählt oder bei seinen Mitpatienten draußen, wenn er nicht inhaftiert ist und die sagen, oh Gottes Willen, lass bloß die Medikamente weg, dann hört auch das auf. So. Nebenwirkungsmanagement auch prospektiver, also vorausschauender Art, ist im Gefängnis eher möglich. Sie können zum Beispiel über das psychiatrische Hilfesystem
vorher psychiatrische Konsile machen und die abklären. Ich habe jetzt noch 10 Folien oder 10 Sekunden Minuten. Oder 10 Stunden. Echt? 10 Minuten. Okay. Also schnell sprechen ist nicht so das Problem. Gut, die 85%-Regel, das ist der Faktor Compliance jetzt. Sie merken, das geht so ein bisschen ineinander über natürlich. Compliance hat was mit Nebenwirkungen zum Teil zu tun und so weiter. 85% der Behandlungszeit oder 85% der Medikamentendosis scheint eine relativ verlässliche Größe dafür zu sein, dass die Behandlung funktioniert. Compliance fördern sind, wie wir gleich auch noch sehen werden, eine Substitution. Daily Observed Therapie, also die tägliche beobachtete Abgabe zum Beispiel gekoppelt an die Substitution. Was sicherlich auch Faktor Compliance unterstützt, ist das eben schon angesprochene Nebenwirkungsmanagement. Und was sicherlich auch den Faktor Compliance unterstützt, auch da gibt es Studien, die das relativ deutlich belegen, sind die nichtärztlichen, nichtmedizinischen Hilfen, also psychologische Hilfen, soziale Hilfen, Suchtberatungshilfen. Auch da ist der Justizvollzug, sage ich mal, in gewisser Weise ein bisschen im Vorteil. In der Regel, sage ich jetzt mal so vorsichtig, verfügt man über Substitution und kann dann die Arzneimittelvergabe auch an die Substitution koppeln. In der Regel verfügt der Vollzug über die eben angesprochenen Hilfen. Er hat in der Regel einen psychologischen Dienst, er hat in der Regel einen Sozialdienst, er hat in der Regel einen Suchtberatungsdienst. Nebenwirkungsmanagement hatten wir auch schon angesprochen, sowohl aktuell das Reagieren über die qualifizierte Beobachtung als auch das vorausschauende Angehen. Der nächste Punkt, der nächste Faktor ist der Faktor Kosten. Die Hepatitis C-Therapie gilt als teuer. Eine unbehandelte Hepatitis C, ohne dass ich Sie jetzt damit mit Details langweilen will, ist teurer. Auch da hat sich die Boston Consulting Group hervorgetan, die das, ich spare es schon an, unter volkswirtschaftlichen Aspekten vor allem betrachtet hat. Für jeden Dollar, den man ausgibt, muss man 4 mehr quasi ausgeben, um die Konsequenzen von einem Nicht-Antreten von Behandlung quasi zu bezahlen. Die Hepatitis C-Preise für Ribavirin habe ich Ihnen mal unten aufgeschrieben. 100 Tablettenkosten, da sind wir beim nächsten Punkt gleich, normalerweise ungefähr 670 Euro, 12, 180 Mikrogramm Spritzen kosten ungefähr 3.360. Auch da ist der Vollzug leicht im Vorteil gegenüber draußen. Ich weiß jetzt nicht, was die Krankenkassen dafür Preise verhandeln, aber der Vollzug wird in der Regel mittlerweile über sogenannte zentrale Lieferapotheken beliefert. Und die zentralen Lieferapotheken machen relativ günstige Preise. Ribavirin kostet, das habe ich jetzt bei meiner Lieferapotheke erfragt, ungefähr noch ein Sechstel von dem, was es üblicherweise regulär kostet. Und das PEG Alpha 2A kostet ungefähr 2/3 von dem, was es üblicherweise serienmäßig kostet. Wobei ich mir vorstellen kann, dass der Vollzug da, wenn die Therapie eine gewisse Breite bekommt, sicherlich auch preismäßig, können die zentralen Lieferapotheken sicherlich auch noch was machen. Nächster Faktor, Faktor Ressortdenken. Der Hausarzt, zumindest der bei uns im ländlichen Bereich, befürchtet eine außergewöhnliche Belastung und Regress. Er hat meistens so im Stammhirn, dass man um den Regress auch herumkommt, wenn man denn argumentiert und sagt, ja, aber ich habe da so ganz viele Hepatitis C-Patienten. Aber die Befürchtung vor dem Regress ist schon so, dass sie in gewisser Weise manchmal auch handlungsleitend wird, obwohl man um den Regress dann im Zweifel schon herumkommen würde. Der Gastroenterologe, auch das sind alles so Sachen, die ich selber erlebt habe, hat so eine Beißhemmung gegenüber dem Suchtpatienten gewissermaßen. Ja? Möchte lieber nicht so schwierige Patienten behandeln, sondern lieber einfachere Patienten. Der Politiker sieht, dass das Geld, was für Hepatitis C-Infektion ausgegeben wird, weil der Topf ja doch letztlich gedeckelt und endlich ist, an anderer Stelle fehlt, wo er viel lieber Geld ausgeben würde. Und die Öffentlichkeit möchte lieber unverschuldete Krankheiten behandeln als das, was er. Und insofern ist Ressortdenken manchmal eben auch Ressentimentdenken. Er möchte lieber nicht selbstverschuldete Krankheiten behandeln als die selbstverschuldeten, in Anführungszeichen. Auch da ist der Justizvollzug im Vorteil. Ich hoffe, das, was ich hier unten schreibe, schockt ein bisschen. Der Justizvollzug kann im Grunde sein Ressortdenken verlassen. Er muss nicht sich darüber Gedanken machen,
wo kommt denn das Geld her und was soll ich denn machen und so weiter, der kann wirklich eigentlich noch ärztlich denken und handeln. Der kann sich auch als wahrer, gewissermaßen öffentlicher Gesundheitsinteresse verstehen. Wenn Sie sich an die Eingangsfolien erinnern, Eradikation, vielleicht Fragezeichen über eine breite Therapie, auch das ist natürlich was, was, auch wenn Sie die Kosten im Hinterkopf behalten, was kostet eine Hepatitis C uns, sowohl behandelt als auch unbehandelt, auch da denke ich mal, sind eigentlich öffentliche Gesundheitsinteressen auch im Spiel. Und wenn man die drei Gliedrigkeit des Anstaltsarztes nach dem Professor Feest, Jurist seines Zeichens, sieht, der sagt, er hat also eine Dreifunktionalität, eben als drittes sagt er, er wäre auch wahrer öffentlicher Gesundheitsinteressen, könnte man es auch als so eine Art öffentliche Gesundheitstätigkeit verstehen. Kosten spielen im Justizvollzug keine Rolle, das muss man mal so deutlich sagen. Wenn ich eine kleine Anstalt betreue, irgendwo auf dem Lande mit 80 Patienten und ich kriege 3 HIV-Patienten und ich habe üblicherweise am Ende eines Jahres 15.000 Euro für Medikamente ausgegeben und ich habe zum 1. Oktober des Jahres, wo ich die 3 HIV-Patienten bekommen habe, schon 40.000 ausgegeben, dann kommt mein Anstaltsleiter und sagt, kommen Sie mal her, Sie haben jetzt schon 40 und im letzten Jahr war es am Jahresende erst 50 und dann sagt man, so what? Ja? Und dann kann der Anstaltsleiter und das Justizministerium nicht hingehen und sagen, na gut, dann bezahlen wir die Medikamente eben nicht mehr. Natürlich werden die bezahlt. Alles andere ist dummes Zeug, nicht, wenn man es anders braucht. Und Ressentiments spielen, denke ich mal, weniger eine Rolle als in der Öffentlichkeit, weil wir ja einfach tagtäglich mit schwierigen Patienten, Suchtpatienten und so weiter, devianten Patienten und so weiter zu tun haben. Faktor Therapieerfolg. Weizmann hat sich da hervorgetan, Literaturangabe finden Sie unten, war eine Diss hier aus der Charité in Berlin aus dem Jahre 2010, also relativ neu. Ich habe, wie gesagt, wegen der Kürze der Zeit das nur relativ kurz und knackig versucht zusammenzustellen. Wir können in der Diskussion sicherlich auch noch darüber reden. Zumal nicht nur Weizmann, sondern auch andere, die finden Sie dann auch in dieser Weizmann-Studie, ganz klar sagen, dass Therapieerfolg, und wir haben ja bisher keinen Therapieerfolg von 100%, wenn wir Hepatitis C therapieren, dass der Therapieerfolg zusammenhängt mit Substitution, mit einer dort zusammen mit Substitution. Er hat in seiner Studie Ribavirin als Einmaldosis morgens gegeben. Das ist zwar nicht, also nicht, es ist off-label, aber er hat es erklärt und für mich auch nachvollziehbar so, dass man es auch machen kann. Er hat von vornherein eine Prophylaxe mit Citalopram gegen Depression bzw. subdepressive Zustände gemacht und er hat eine ständig verfügbare 24-Stunden-Helpline, aber auch klinische, psychologische Suchtberatungshilfe und so weiter angeboten. Und er ist da auf einen Therapieerfolg, das heißt also dauernde Viruselimination von fast 100% gekommen. Sie sehen es hier, von 21 Patienten mit 1 und 4 hat er 20 mit einem dauerhaften virologischen Response und von den 28 Patienten mit 2 und 3 hat er alle mit einem dauerhaften. Also das scheint so eine Art Erfolgsrezept zu sein. Gut, natürlich muss man das mit der Einschränkung versehen, further studies are needed oder so, aber das ist schon sehr beeindruckend, auch wenn Sie die anderen Studien, die hier referiert werden, dazu nehmen, das ist schon sehr beeindruckend, das scheint schon der Knackpunkt zu sein. Es scheint schon so zu sein, dass Therapieerfolg weitgehend abhängt vom Durchziehen und Durchhalten der Therapie. Und wenn man da hilfreich sein kann, und auch da hatte der Vollzug, sage ich mal, einen kleinen Vorteil. Er kann natürlich ohne Probleme reglementierte Regimes ermöglichen. Er kann die Leute jeden Morgen zur Medikamentenvergabe einstellen. Natürlich wird er keinen unmittelbaren Zwang einsetzen, um da eine Interferonspritze zu geben, das ist auch klar. Aber ich denke mal, das sich kümmern und das erinnern und so weiter ist schon eine gute Hilfe. Zusammen mit Substitution, Rückmeldung bei Incompliance. Man kriegt als Arzt sofort eine Rückmeldung, der ist heute Morgen nicht zur Vergabe gekommen. Mit Substitution wird er oder sie mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen. Zudem hat der Justizvollzug den Vorteil, auch da hatten wir schon drüber gesprochen, die notwendigen Hilfen, die auch eine große Rolle spielen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass psychosoziale Betreuung zum Beispiel ein ganz entscheidender Faktor ist, also diese stützenden Gespräche und so weiter ein ganz entscheidender Faktor ist, um da hilfreich zu sein. Wenn man diese ganzen Faktoren jetzt nochmal zusammenstellt, da muss man sagen, Punkt 1, Haltung bei Patienten,
ist drinnen eher mit einem Minus zu versehen, weil durch das enge Zusammenleben natürlich viel mehr Parolen und bla 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 und ich habe auch und bei mir hat es auch nicht und bla 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 und so weiter. Also dieser Austausch, der die Haltung, die innere Haltung der Patienten bestimmt, ist sicherlich sehr intensiver. Auch der negative Austausch ist sehr intensiver, sehr viel intensiver als draußen. Dass es da auch positive Beispiele gibt von Patienten, die, wo es geklappt hat, die dann wiederum Werbung machen, mag auch sein, aber ich denke mal, die negative Beeinflussung der Patientenhaltung ist im Vollzug sicherlich eher da als draußen. Reinfekte durch die Situation, keine vernünftigen Spritzbestecke und so weiter, sondern die berühmten, ich nehme es jetzt einfach mal als Bild, die berühmten Knastpumpen sind sicherlich ein negativer Effekt. Nebenwirkungsmanagement ist sicherlich ein Vorteil für den Justizvollzug, wir hatten es gesehen. Compliance ist ein Vorteil, Kosten ist ein Vorteil, Ressentiment-Denken ist ein Vorteil, Therapieerfolg durch diese Regimes ist sicherlich auch ein Vorteil. Ja, Zusammenfassung, HCV-Situation zu verbessern, ist nach Kosten-Nutzen-Analyse und Interesse der Individuen auch eine öffentliche Gesundheitsaufgabe. Stellen Sie sich vor, die drogenabhängige, drogenkonsumierende Jugendliche mit einem neu akquirierten Hepatitis-C-Infekt geht auf den Babystrich, infiziert den dusseligen Familienvater, der da auftaucht, der wiederum infiziert seine Frau, die wiederum infiziert ihr Kind unter der Geburt, würde ich schon sagen, dass das was von öffentlicher Gesundheitsaufgabe hat. Hepatitis-C-Situation lässt sich vor allen Dingen noch durch Therapie verbessern. Wir haben gesehen, Prävention, Prophylaxe bis auf Impfung weitgehend ausgereizt. Therapie lässt sich offensichtlich durch reglementierte Behandlung verbessern. Von daher für mich ist der Justizvollzug eigentlich besonders gut geeignet, weil er nämlich reglementierte Regimes per se gut anbieten kann, ohne da zusätzlich sich zu verbiegen oder eine Studie anschieben zu müssen. Und er ist wegen der öffentlichen Gesundheit meiner Ansicht nach auch in der Pflicht. Vielen Dank.